Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Okay. Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, so hey, kann es sein, dass es irgendwie immer sehr wenige Stories über schwule Outings gibt oder halt allgemein über schwule... Das stimmt, hat aber auch den Grund, dass ich eigentlich zu 80% nur Stories von lesbischen Outings oder allgemein Lesben bekomme. Deswegen habe ich mich jetzt bewusst hingesetzt und Stories rausgesucht, die ich von Typen bekommen habe. Das hat sehr lange gedauert, das waren nicht viele E-Mails. Jetzt habe ich aber zwei Stories für euch und ich würde sagen, wir reden nicht weiter rum und fangen direkt an mit der ersten Story. Hey Annika, ich liebe deine Videos, sie sind wirklich informativ und hilfreich. Sie haben mich dazu gebracht, mich von meinem besten Freund zu outen und hier kommt die Geschichte dazu. Nach deinem Video Hashtag Wir gegen Homophobie habe ich mir gesagt, dass es nicht so weitergehen kann. Mein bester Freund war damals die wichtigste Person in meinem Leben, denn ich hatte gerade erst meine Mutter durch einen Unfall verloren und musste zu meinem Vater und meinem großen Bruder ziehen, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte. Es war deshalb sehr bedrückend für mich, ein solch großes Geheimnis vor ihm zu haben. Neben meiner Sexualität stand nämlich auch meine Lieblingsband und mein Lieblingsfilm und all die anderen Dinge, über die man normalerweise pausenlos mit seinem Freund spricht im Raum. Also habe ich ihn angerufen. Hey Bro, ich muss dir was sagen. Alles okay, Chris? Bist du in Gefahr? Nein, ich sitze zu Hause, aber ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Pass auf, ich schwing mich jetzt auf mein Rad und bin in spätestens 5 Minuten bei dir, dann können wir reden. Und mach dir keinen Kopf, du wirst schon die richtigen Worte finden. So wie immer. Dann hat er aufgelegt und war sogar schon 3 Minuten später vollkommen abgehetzt bei mir. Respekt. Als er dann mit mir im Flur stand, stieg meine Aufregung ins Unermessliche und ich musste wohl ziemlich bleich gewesen sein und geschwankt haben. Denn mein bester Freund hieb mich kurzerhand hoch und setzte mich erst in meinem Zimmer wieder ab. Chris, bitte rede mit mir, was macht dir solche Angst, dass du fast umkippst? Was willst du mir sagen? Ist das so schlimm? Hast du Angst vor meiner Reaktion? Ich werde dich auf keinen Fall im Stich lassen. Egal was es ist. Ich wäre ja schön blöd. Ich seufzte und nuschelte. Ich bin schwul. Kannst du bitte beim Thema bleiben? Was macht dir solche Angst? Ich bin schwul. Was ist jetzt das Problem? Wovor genau hattest du Angst? Dass ich dich eklig finde? Du bist mein bester Freund und wir kennen uns so unglaublich gut. Glaubst du, das würde ich missen wollen oder können? Sagte er und nahm mich einfach in den Arm. Voll süß auch. Ich glaube, ich sollte dir dann auch etwas gestehen. Fügte er hinzu und schaute ihn... Kannst du eigentlich lesen? Das ist immer voll schwer. Nee, ich so richtig weiß, ich hab nur Spaß gemacht. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Lieblingsband. Aber das stimmt nicht. Ich bin Fan von One Direction. Ist das dein Ernst, du Vollpfosten? Hättest du das nicht früher sagen können? Dann hätten wir uns endlich über Musik unterhalten können. Aber eine Frage noch. Real or not real? Selbstverständlich Team Real. Aber ich habe nichts gegen Eleanor-Fans oder so, aber come on. Die zwei sind perfekt füreinander geschaffen. Danke, dass das endlich mal jemand sagt, den ich kenne. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich lasse es trotzdem mal drinnen. Vielleicht kann mir ja irgendwer in die Kommentare schreiben, was Team Real und Team Not Real ist. Ja, Mann, Team Real. Danach fingen wir beide an, laut loszulachen und plötzlich war das Band zwischen uns noch stärker. Die ganze Story ist irgendwie so wie in so einem Teenie-Film. So, er schwingt sich auf sein Rad, radelt so schnell her, wie er kann, hebt dich hoch, setzt dich in dein Bett. Voll süß auch. Naja. Einen Monat später kam mein bester Freund angekrochen und gestand mir etwas, was ich im Leben nicht erwartet hatte. Chris, ich habe in den letzten 2 Wochen etwas über mich gelernt. Was denn? Ich bin bi. Wieder lachten wir beide. Könnte auch eine Highschool-Komödie sein, nachdem sie immer lachen. Guess what? Wir sind jetzt seit 30. März 2017 zusammen und werden, nachdem wir im Sommer unser Abi haben, zusammenziehen. Ah. Habt ihr das gehört? Sie sind immer noch zusammen. Kurz vor Weihnachten 2017 kam dann mein Vater auf mich und meinem Bruder zu. Anbei bemerkt, wir sind zu einer richtigen Familie geworden und ich verstehe mich mega gut mit ihnen. Es wäre wirklich schön, wenn wir an Heiligabend nicht nur zu dritt sind. Lade doch jeder noch jemanden ein, aber gib mir Bescheid, wie viele Leute zusätzlich kommen, damit ich sie beim Essen mit einbeziehen kann.
Also rief ich meinen Freund an und er sagte sogleich begeistert zu, mit der Bedingung, dass ich an dem... Es ist zu früh, ich kann noch nicht lesen. Mit der Bedingung, dass ich dann am ersten Feiertag mit zu ihm und seiner Familie kommen sollte. Dann war Weihnachten gekommen und sowohl mein Bruder als auch ich hatten ein Geheimnis daraus gemacht, wer kommen würde. Sogar mein Vater hatte noch jemanden eingeladen. Dann klingelte es an der Tür. Zuerst kam eine Frau, die ich nicht kannte. Dann kam die beste Freundin meines Bruders und dann endlich mein Freund. Ich öffnete ihm die Tür, zog ihm die Jacke aus und atmete tief durch. Er drückte mir noch schnell einen Kuss auf die Stirn, bevor wir ins Wohnzimmer gingen. Ich habe das Gefühl, ich lese so einen Liebesroman. Nicht abwertend gemeint, es ist ja voll süß. Ah, hallo Louis, mit dir hatte ich gar nicht gerechnet, lächelte mein Vater. Hallo alle zusammen. Frohe Weihnachten, erwiderte mein Freund. Nach dem Essen saßen wir noch eine Weile am Tisch. Kinder, ich muss euch etwas sagen. Sarah und ich sind ein Paar. Okay, dann mache ich wohl weiter. Kathi und ich sind jetzt zusammen, sagte mein Bruder. Ich musste anfangen zu lachen. Das nenne ich Ironie des Schicksals. Auch Louis stieg mit ein, denn er verstand als einziger am Tisch, warum ich einen solchen Lachflash hatte. Dürfen wir mitlachen, Chris? Fragte mein Bruder schmunzelnd. Sofort verstummte mein Lachen. Ich wusste, dass es jetzt kein Zurück mehr gab. Naja, also... stotterte ich. Ach, so ist das. Also, du willst dein Geheimnis nicht verraten. Warum, ist es dir peinlich? Meinte Kathi. Es ist mir nicht peinlich. Es ist nur einfach extrem wichtig und ich habe Angst, dass ihr es kaputt macht. Ach, komm schon, großer kleiner Bruder. Was sollen wir denn kaputt machen? Du bist ein Teil dieser Familie und das wird auch immer so bleiben. Ich will dich doch nicht verkraulen, redete mir mein Bruder gut zu. Wirklich? Wirklich. Bevor er etwas sagt, nein, es ist keine Phase, ich weiß es seit 2,5 Jahren. Ich bin schwul. Und mit Louis zusammen, gestand ich. Dass du schwul bist, war doch offensichtlich, Brüderchen. Schön, dass du ausgerechnet in deinem Freund seit Kindheitstagen deine Liebe gefunden hast. Damit war das Thema dann vom Tisch und es gab Geschenke. Ach ja, wie schön auch immer diese Massen-Outings, auch wenn es jetzt nicht gerade ein Outing der Sexualität ist, aber ich stehe drauf, again. Auch bei Louis' Eltern lief zum Ende hin alles gut, auch wenn wir seiner Mutter erst erklären mussten, was genau Homosexualität ist. Jetzt denken sich einige so, oh mein Gott, warum muss man das erklären? Aber ich denke mal, ihr habt das bestimmt auch schon gemerkt, nachdem ihr alle Story-Videos von mir gesehen habt, dass es echt oft vorkommt, dass Eltern einfach nicht wissen, was irgendwas bedeutet und allgemein die Aufklärung fehlt. Deswegen, das ist keine Seltenheit. Sie ist in einem Haushalt aufgewachsen, in dem nie über Sexualitäten gesprochen wurde und blind. Aber ihr war es ziemlich egal, solange ihr Sohn glücklich ist. Außerdem war ich ja sowieso, ich zitiere, eigentlich schon gefühlt immer ein Teil der Familie und ein wirklich guter Freund. Ach Mensch, was für ein Happy End. Ich bin meiner Familie, dazu zählt auch seine, wirklich dankbar, dass sie alle so offen reagiert haben. Das hat es für mich und für meinen Freund einfach so krass leichter gemacht. Danke auch an dich, Annika. Ohne dich hätte ich mich das wahrscheinlich nicht mal so früh getraut und wir hätten viele wertvolle Erfahrungen, spannende Erlebnisse und extrem viel liebevolle Zeit nicht machen können und nutzen können. Das freut mich voll. Und dann habe ich noch eine kleine kurze Story für euch, die mal wieder in der Schule stattfindet. Hallo Annika, mein Name ist Alexander, ich bin 15, schwul und habe 2 hoffentlich interessante Geschichten zu erzählen. Ich habe jetzt seit 5 Monaten einen festen Freund, in Klammern Lars, und habe mich bei unserem Tag der offenen Tür zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt, also an einem Ort, an dem man uns oder eher mich kennt. Er hat mich nach meinem Schichtende dort abgeholt und wir sind noch händchenhaltend ein wenig durch die Schule gegangen. Die meisten wissen dort, dass ich schwul bin, doch folgende Konversation fand zwischen mir und meinem Klassenkameraden statt, als Lars kurz was zu essen geholt hat. Deine Freundin sieht aus wie ein Junge. Ja, das ist ja auch ein Junge. Was? So mit Penis und allem? Ja, so funktioniert Homosexualität. Du wusstest doch, dass ich schwul bin, oder? Ja, aber ich wusste nicht, dass du so schwul bist. Warte mal, also schwul heißt doch, dass man Männer mag. Ja, aber die mögen ja nur Männer, die haben ja dann nichts mit denen. Außer man ist so richtig schwul, weißt du? Boah, weißt du, Käsespätzle sind so mein Lieblingsessen. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt welche und esse die. Hä, aber warum isst du denn jetzt Käsespätzle? Ich wusste nicht, dass die so hart dein Lieblingsessen sind. Ein anderes Mal haben wir in Religion über Beziehungen gesprochen und unsere Lehrerin fragte uns, ob wir jemals heiraten wollen. Ich sagte daraufhin, ich will nicht heiraten. Warum nicht?
ist einfach nicht meine Lebensvorstellung. Ich habe auch schon mit meinem Freund gesprochen, dem geht es da recht ähnlich. Dann fiel mir ein, dass ich zwar den meisten Schülern gegenüber geoutet war, aber nicht meiner super religiösen Lehrerin gegenüber, da wir sie alle als sehr homophob einschätzten. Für einen kurzen Moment sagte sie nichts, aber dann, das ging mir früher auch so, aber meine Verlobte konnte mich umstimmen. In diesem Moment war es absolut still im Klassenzimmer und alle starrten entgeistert unsere super religiöse konservative Lehrerin an, die sich offenbar gerade als lesbisch geoutet hatte. Auch geil. Ich find's toll. Nach ein paar Sekunden überraschender Stille rief meine Lehrerin einfach dann den nächsten meiner Klassenkameraden auf und fuhr mit dem Unterricht fort, als wäre nie etwas gewesen. Mir fällt gerade eben auf, dass das ja gar kein schwules Outing ist, sondern eigentlich das Outing der Lehrerin. Aber die Geschichte hat Alexander geschrieben, 15 Jahre alt, schwul, mit Lars zusammen, also das zählt. Sie hat seitdem nie wieder ihre Verlobte oder irgendwas in diese Richtung erwähnt und keiner von uns traut sich, sie darauf anzusprechen. Gut, das würde ich jetzt auch nicht bewusst machen, so, hey, Frau Lehrerin, wie geht's eigentlich Ihrer Verlobten? Nein, aber ist ja alles Privatsphäre und ich glaube jetzt auch nicht, dass dein Erdkundelehrer oder deine Erdkundelehrerin über ihre Beziehung redet. Aber ich verstehe das, dass man dann irgendwie auf einmal neugierig ist. Bei uns in der Schule gab es auch immer so ein, zwei Fälle, wo man dann immer so spekuliert hat. So, warte mal. Dann ging so das Gerücht rum, die eine ist eventuell lesbisch. Und dann war das immer noch so, die ist lesbisch. Naja, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, wir finden es alle etwas merkwürdig, über das Liebesleben unserer Lehrer nachzudenken. Das ist richtig, aber irgendwie ist es auch interessant. Aber ich finde es auch irgendwie tröstlich, dass es offen homosexuelle Lehrer gibt. Macht sie irgendwie menschlicher. Viele Grüße, Alexander. Ich finde auch immer, wenn man dann so ein bisschen persönliche Sachen über Lehrer erfährt, dann versteht man die einfach auch besser. So. Man verzeiht es ihnen vielleicht eher, dass sie im Sport die Note 5 geben oder sowas. Dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr das letzte Video von eure Stories angucken. Und hier gibt es ein Video von Baby Stories, also auch was mit Stories. Hier geht es um das Thema Single und Schwanger sein, also wie das Datingleben als Single-Mama ist. Könnt ihr euch angucken, hier könnt ihr den Kanal abonnieren und wenn ihr abonniert, dann sehen wir uns nächste Woche um 14 Uhr hier auf diesem Kanal. Okay, tschüss!